Oh, Ade. Oh. Okay. Da ist die Toilette. Warte, ich wollte erst aufs Klo. Kälte, Schnee und Wind. Tja, die typische Jahreszeit. Ach so, das Garage? Ich muss hier raus. Nein, noch nicht. Ah, ich muss hier rein. Oh mein Gott, guckt euch das, die Karre, Mann. Guckt euch die Karre an. Die ist doch mal hammer geil. Also, ich finde die cool. Wer es nicht cool findet, soll sich einfach meine Videos weiter gucken. Ja, will ich jetzt mal sagen. Also, ja. Gemacht von Mario Pejkovic. Moment mal, hieß nicht dieser Typ da Pejkovic? Oh mein Gott, Neonlichter! Der ist ja mal geil drauf. Präsentiert von Biohazard. Moment mal, ist das nicht der andere Name für... der englische Name für Resident Evil? Der japanische Name, keine Ahnung. Mucke. Headbang. Game Design Biohazard. Also, Hazard. Biologischer Virus. Geschichte, Kampfsystem Simon Wächter. Wächter? Wächter? Ach cool. Der hat ja einen geilen Nachnamen. Simon Wächter. Ich bin Wächter. Okay, und wie heißt Simon Wächter? Simon Wächter. Movies, Eternal Darkness, Silent Hill, Resident Evil, Shadow Man, Project Zero, Disturbe, Resident Evil und Silent Hill. Wie die Credit, Snake, Dachshund, Marvel, The Real Sanji, Unclean, Cold, Beach, Deathman, The Inner Rain, Trillion, Ravi, Grabber, Hey, der letzte war klar. Ja, ich bin selber Ausländer, ne? Wer es noch nicht bemerkt hat. Ich bin Pole. Das ist aber ein tolles Fahrrad, was die da haben. Danke. Warte nochmal. Das ist aber ein tolles Fahrrad, was die da haben. Danke. Ich mag den Dezember nicht, das ist das, da ist es immer so kalt unter dem Rock. Dann zieh dir was Warmes an, du Tussi. Okay. Oh mein Gott, die Straßenlaterne müssen wir ansprechen. Ich habe nicht in diesem Gebäude zu suchen. Ach ja, Nummer 44. Der Brillenhaini gefällt mir nicht. Ich kann meine Brille nicht finden. Rauchen ist so nicht gut für die Gesundheit, aber besser als Drogen zu nehmen. Kann sein. Verflucht! Meine Frau hat mich rausgeschmissen! Dann vertragt euch und kauft ihr Blumen.
ist eine gute Idee, danke. Gut, aber steinen müssen sie nicht. Ich dachte, er folgt mir jetzt. Los, verzieh dich. Nochmal. Los, verzieh dich. Zauberer. Geh weg, ich bin eine Statue und Statuen sprechen nicht. Was manche Leute nicht alles machen, um Geld zu bekommen. Schnauze. Hier gibt's so viele Getränke und ich weiß nicht, was ich kaufen soll. Findest du es gut, im Winter noch kalte Getränke zu trinken? Du bist wie meine Mama, aber du hast es sicher auch gemacht. Ja, stimmt. Ein Getränkautomat, ich könnte mir was zu trinken kaufen. Ist sicher erfrischend. Das haben wir kein Geld mehr. Ich wette, wir haben jetzt kein Geld mehr. Bitte, helfen Sie mir. Bitte helfen Sie mir. Sie wollen mich schlagen, dabei habe ich Ihnen nichts gemacht. Kurzer Cut, warte. So, wieder da. Los, lass den Jungen frei. Puh. Was erlaubst du dir, in so einem Turm mit mir zu reden? Was hast du denn überhaupt gemacht? Hält sich für einen ganz großen Was? Das geht dich gar nichts an. Ja, schon. Hier wird keiner verletzt. Wir sind zu zweit. Willst du dich mit uns anlegen? Wenn es sein muss, kommt her. Los, schnell weg. Missgeburten. Ich wurde betrogen. Das hole ich mir wieder. Erstmal aber. Okay. Lalalala. Wir gehen erstmal in dieses Haus da, weil da passiert etwas ganz Cooles. Ja, wirklich was Cooles. Und mit cool meine ich cool. Wirklich, wirklich cool. Und ja, ich glaube, die sind im Bahn. Ich kann die Stadt nicht verlassen. Ne? Wo war nochmal dieses verdammte Haus, wo wir rein müssen? Ach ja, hier unten. Nee. Hä? Ich hab vergessen, wo diese Dings da ist. Oh Mann! Wir sprechen mal mit der Oma. Hallo? Hallo. Hallo, mein Kind. Haben Sie vielleicht hier eine Brille gesehen? Nein, tut mir leid. Schade. Hättest Sie Zeit bei mir, der Suche zu helfen? Nein, habe selbst zu tun. Oh, wie schade. Oh, wie schade. Okay. Erinnern Sie sich an Jugendlichen, die hier entlang liefen in einer Gruppe? Nein, tut mir leid, zumindest nicht heute. Nein, tut mir leid, zumindest nicht heute. Macht nichts, danke. Na, jetzt habe ich die Stimme vertauscht. Mädchen! Komm her, Mädchen! Ich bin zwar klein, aber sehr fit. Ja, Sport ist wichtig. Ja. Kann sein. Ach ja, hier ist Nummer 44. Da gehen wir gleich rein. Okay, wir gehen jetzt rein. Oh mein Gott, wo lebt er nochmal? Finde den Hacker, der in der Neubaugasse B-Dings da 44 wohnt. Also der lebt ganz oben, das weiß ich jetzt noch. Nach ganz oben. Wie ich es mir gedacht habe, die Tür ist verschlossen. Wie wir es mit anklopfen, Leo. Hallo. Hallo. Seltsam, es macht keiner auf. Er wollte sich mit mir treffen und jetzt sagt er es ab. Na super. Er wollte mich sprechen und jetzt sagt er ab. Na super. Ein Organ, damit kann ich meinen Spielstand speichern. Oh cool. Den habe ich noch gar nicht gesehen. Nur ein Spind. Vielleicht sollte ich noch etwas genauer schauen. Dietrich gefunden. Yeah, jetzt können wir die Tür aufbrechen. Es ist zwar nicht richtig, was ich mache, aber ich denke, es lohnt sich. Ja, Mist, der Dietrich ist nun kaputt. So. Scheint keiner da zu sein. Möglich, dass der Hacker geflüchtet ist. Hier ist eine jede Menge Butt. Ja genau, hier ist eine jede Menge Butt.
Nein, hier ist eine jede Menge Blut. Und die Balkontür ist offen. Na, wir gehen da. Wir gehen erstmal hier lang. Wir gehen erstmal zum PC. In der Schublade ist nichts weiter als Arbeitspapiere und Papiere. Ist nicht Arbeitspapiere und Papiere dasselbe? Ach, egal. Scheiß drauf. Verschlossen, das kann man leider nichts machen. Da kann man leider nichts machen. Der Sprint ist verschlossen. Verschlossen. Ist ja wie Silent Hill, Mann. Verschlossen. Verschlossen? Hey, lass mich raten, verschlossen. Ja, wusste ich doch. Oh mein Gott, verschlossen. Der ist auch verschlossen. Wetten? Ja, und der auch. Ja. Tja. Okay, hier ist ein Safe. Wie immer nichts Wichtiges. Wie immer. Okay. Also, Leute, das habt ihr nicht gesehen, das ist zu brutal. Was zur Hölle? Oh mein Gott, wenn das der Hacker ist, mit dem ich mich treffen sollte, dann ich muss das sofort melden. Aber warum sollte ich ihm jemand Verletzungen dieser Verletzung? Es sei denn, er hat was sehr Wichtiges gewusst. Aber wer oder was könnte ihn so übel zugerichtet haben? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein Tier war. Und wenn, welches? Ich kenne kein einziges, das so brutal ist. Und wie könnte es hinaufgekommen sein? Es könnte nur ein menschliches Wesen in der Lage gewesen sein, solch einen Schadentat zu vollbringen. Aber andererseits, wer ist so krank und schneidet jemandem das Gehirn raus? Ich rufe besser den Chef an. Ja, hier spricht Leo, Peter, Cole. Was gibt es denn? Conan, haben Sie den Hacker getroffen? Ja, aber der hat ausgehackt. Er ist tot. Bitte? Was? Wieder? Keine Ahnung. Als ich an der Tür klopfte, machte niemand auf. Also nahm ich einen Dietrich, den ich dort vorgefunden habe, und brach auf. Aber fand ihn nicht, also sah ich mich um und fand ihn am Balkon wieder. Allerdings zerfleischt und mausetot und ohne Gehirn. Zerfleischt? Zerfleischt? Wie darf ich das bitte verstehen? Naja, ich würde es gerne selber verstehen wollen. Aber er ist ziemlich übel zugerichtet. Da gab es noch keine Akte, dass jemand zerfleischt wurde, oder? Kann mich auch nicht an einen ähnlichen Fall erinnern. Aber sagen Sie mir Ihre Koordinaten. In der Neubaugasse 4110. 44, Mann. Ich werde eine Rettungswagen schicken. Bitte begeben Sie sich zu Mexiko-Platz und erklären Sie dort die Drogensache auf. Ich verlasse mich auf Sie, Conan. Gut, mache ich. Wiederhören.